Moin moin und herzlich willkommen zurück bei State of Stadia. Heute mit einem Video aus der Reihe Kurz und Knackig. Wir haben neue Angebote im Stadia Store, ich habe Neuigkeiten zu dem 10 Euro Rabattgutschein und es gibt eine neue Premier Edition. Alles das und noch viel mehr. Nee, eigentlich nicht. Nur das im heutigen Video. Also viel Spaß dabei. Yo! Endlich gibt es neue Pro-Deals im Stadia Store. Das heißt, wenn ihr aktiver Pro-Abonnent seid, könnt ihr von reduzierten Spielepreisen profitieren. Aber nicht nur das, auch alle Nicht-Mitglieder erhalten reduzierte Angebotspreise. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Vorab, hier sind die Angebote für alle Pro-Abonnenten. Ihr bekommt Assassin's Creed Odyssey für nur noch 33 Euro und zwar in der Ultimate Edition. Achtung, passt auf hier in dem ersten Punkt, das ist nur der Stadia Season Pass. Ihr bekommt also nicht das Basisspiel, sondern nur den Season Pass im Wert von 15 Euro hier reduziert und ihr benötigt das Basisspiel dafür. Also, das ist wichtig. Borderlands 3 ist reduziert um die Hälfte auf nur noch 30 Euro. Außerdem die Deluxe Edition ebenfalls nur noch 50%, jetzt bei 40 Euro. Gehen wir aber weiter in den Spielen Ghost Recon Breakpoint. Auch hier ist nur der Year One Pass reduziert auf 20 Euro. Achtung, aufpassen, falls ihr das Spiel noch nicht habt, das ist nur ein Add-on. Ein ganzes Spiel günstiger bekommt ihr aber Just Dance 2020. Kostet jetzt passend zum Namen nur noch 20 Euro statt ursprünglich 50. Für Red Dead Redemption 2 bekommt ihr die Ultimate Edition für nur noch 54 Euro statt 90. Also wirklich erhebliche Vergünstigung hier. Dennoch, es ist immer noch viel Geld für ein Spiel, was schon einige Jahre auf dem Markt ist. The Crew 2 bekommt ihr in der Deluxe Edition für nur noch 18 Euro. Meiner Meinung nach ein sehr guter Preis. Falls ihr The Division 2 noch nicht gezockt habt, bekommt ihr für 33 Euro das Basisspiel und auch die Erweiterung Warlords von New York. Falls ihr nur die Erweiterung braucht, bekommt ihr diese ebenfalls für knapp 23 Euro. Tomb Raider Definitive Edition bekommt ihr ebenfalls. Leider kann ich euch den Preis nicht mehr sagen. Ich glaube, es sind um die 20 Euro. Das Spiel habe ich nämlich schon mal freigeschaltet. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint in der Ultimate Edition kostet knapp 40 Euro statt 120. Aber hallo, das ist mal eine ganze Menge Holz. Und auch Trials Rising ist reduziert. Und jetzt das Tolle an der ganzen Sache, ihr könnt auch euren 10 Euro Rabattgutschein genau dafür einlösen. Hatte ich ja in meinem letzten Video noch ein bisschen in Frage gestellt, ob das auch möglich ist. Wir schauen es uns einfach mal ganz live an. Ich gehe auf Red Dead Redemption 2. Und bekomme hier für 54 Euro kaufen. Jawohl, ich stimme zu. Und dann sehe ich hier in meinem Kauf am Ende Rabatt plus Stadia-Angebot minus 46 Euro. Das heißt, ich würde jetzt nur noch 44 Euro bezahlen, statt den ursprünglich gerade veranschlagten 54 Euro. Und da seht ihr, der Rabattgutschein von 10 Euro wird also auch auf Pro-Deals angenommen. Das ist eine ganz tolle Sache. Vergesst das nicht, ihr könnt also wirklich eine ganze Menge Geld sparen. Und jetzt hier einmal die Übersicht, welche Spiele im Angebot sind für alle Nicht-Pro-Abonnenten. Da habt ihr zum einen Borderlands 3 für knapp 20 Euro reduziert, ihr bezahlt nur fast 40 Euro für das Game. Just Dance 2020 kostet 25 Euro statt halt 20 jetzt als Beispiel, ja. The Crew 2 in der Deluxe Edition 30 Euro, The Division 2 bekommt ihr hier in der Komplettversion für ebenfalls knapp 40 Euro. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition für 60 Euro ist immer noch die Hälfte reduziert. Ja, also ist immer noch heftig. Und Trials Rising in der Digital Gold Edition für 20 Euro. Aber vergesst nicht, auch wenn ihr derzeit kein aktives Pro-Mitglied mehr seid, habt ihr ja wahrscheinlich mal die kostenlose Version genutzt oder wart mal Pro-Mitglied. Ihr könnt also ebenfalls den 10 Euro Gutschein anwenden und kommt dann bei 10 Euro weniger jeweils raus.
Ja, jetzt zu der neuen Stadia Premier Edition. Diese kostet ab sofort nur noch 99,99 Euro, 30 Euro günstiger als vorher. Und warum? Weil kein Zugangscode mehr für 3 Monate Stadia Pro enthalten ist. Aber machen wir uns nichts vor, diese hättet ihr eh nicht nutzen können, wenn ihr euch für die kostenfreie Variante mit dem 1 Monat oder anfänglich mit den 2 Monaten von Stadia Pro entschieden hattet, weil die 3 Monate Pro-Mitgliedschaft in der Premier Edition galten immer nur für neue Google-Konten. Deswegen passt das jetzt ja noch viel besser, dass der Preis niedriger ist, 30 Euro, und dafür bekommt ihr also den Google Chromecast Ultra und den Controller von Stadia in Clearly White.